Worte zum Sonntag, dem 29. März. Heimat hat wieder einen Wert. Die Landesregierung hat sogar ein Programm aufgelegt, um Heimatprojekte zu fördern. Aber was ist das, Heimat? Viele sagen, Heimat ist da, wo ich geboren bin. Andere finden Heimat eher dort, wo sie sich in der Familie oder bei Freunden zu Hause wissen. Heimat hat wohl damit zu tun, dass man mich kennt und dass ich sein kann, wie ich bin, ohne dass ich eine Rolle spielen muss. Christen sind mit dem Wort Heimat vorsichtig umgegangen, weil es sich so leicht missbrauchen lässt. Da bleibt die nationalsozialistische Diktatur mit ihrer Blut- und Bodenideologie ein furchtbares Beispiel aus unserer jüngeren Vergangenheit, wo Menschen mit Gefühlen für ihre Heimat missbraucht und manipuliert worden sind. Ein Gedanke aus dem Predigttext aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefes. Dieser Gedanke schlägt einen anderen Ton an. Dort steht: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Keine bleibende Stadt, das klingt fremd. Eigentlich gehen wir davon aus, dass wir da bleiben können, wo wir wohnen. Wo es meinen Sportverein, meinen Schützenverein oder meine Stammtischrunde gibt. Bei uns gibt es viele Orte, die inzwischen über 700 oder 800 Jahre alt sind. Keine bleibende Stadt, das klingt in Wittgenstein merkwürdig. Andererseits ist da ja was dran. Wir haben hier keine bleibende Stadt, das drückt doch nur aus, dass alles für uns Menschen begrenzt ist. Mag sein, dass wir 80, sogar 90 Jahre an einem Ort wohnen können. Mag sein, dass das sogar in einem einzigen Haus gelingt. Aber irgendwann müssen wir ausziehen, weil wir sterben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wer das nicht wahrhaben will, hat vom Leben wohl nicht viel verstanden. Deshalb ist das ein kluger Satz, finde ich. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Nicht schön, aber wahr. Die Bedrohung durch das Coronavirus macht uns ja klar, dass nichts so sicher ist, wie wir das meinen. Wer hätte gedacht, dass unser alltägliches Leben so plötzlich auf dem Kopf stehen könnte? Deshalb stellt sich doch die Frage, wo denn ein Ort sein könnte, der wirklich bleibt. Wo ich zu Hause bin und wo ich bleiben kann, so wie ich bin. Eigentlich schade, dass unser Satz in dem Hebräerbrief nur mit einer Andeutung weitergeht. Die zukünftige suchen wir. Die zukünftige Stadt. Es geht also ums Suchen und ums Fragen, um Offenheit für die Zukunft. Einige Zeilen weiter vorne lese ich: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Da scheinen sich die Autoren ja doch sicher zu sein. Es gibt eine Heimat, die in Gott gründet. Es gibt die Hoffnung, bei Gott willkommen zu sein. In seinem Haus ohne Angst und ohne Fremdheit leben zu können. Das ist das Reich Gottes, eine unsichtbare Welt, die weit sich um uns breitet. Eine Welt von einem Ende der Zeit bis zum anderen, unbegreiflich, unvorstellbar und doch nah und da wie ein Zuhause. Mir gibt dieser Gedanke Hoffnung. Es gibt einen Ort der Zukunft, der Heimat für mich ist. Wo ich gut aufgehoben bin. Ein Ort der Gemeinschaft und des Friedens und der Gerechtigkeit. Dieser Gedanke hält lebendig, auch in Krisenzeiten. Diese Hoffnung lässt uns weitergehen und unsere Heimat jetzt hier ganz bei uns vor der Haustür zu guten Orten machen. Nicht nur für mich, sondern für alle Menschen, die auf der Suche sind nach Heimat und Zuhause. Und wenn abends um 7:30
die Glocken läuten und Sie eine Kerze ins Fenster stellen, dann denken Sie doch einen Moment lang an unsere Zukunft in Gott. Und ich bin sicher, dann gehen wir mutiger weiter und packen leichter da an, wo wir gerade gefragt sind. Ich bete mit Worten von Dietrich Bonhoeffer. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen. Möge Gottes Friede Sie umhüllen. Möge der Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes bei Ihnen sein und Sie schützen und behüten. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Sonntag und eine gute Woche.